Man kann da nichts anderes denken. Man spannt ab, man muss abspannen. Und ich fliege besonders gerne auch mit ein bisschen Musik im Ohr. Das ist Erholung pur. Wunderbar. Nachher kommt man mit einem Grinsen nach Hause. Die werden alle selber genäht, ja. Man besorgt sich, sag ich mal, eine Schablone oder ein Schnittmuster, vergrößert den dann auf die Größe, wie man es braucht, und fängt an zu nähen. Wir haben ein paar Nähmaschinen im Keller und dann fangen wir an und bauen irgendwelche dran zusammen. Viele von uns fahren dann wirklich von Ort zu Ort, von Drachenfest zu Drachenfest. Man trifft sich, steht da mit Wohnwagen, Wohnmobilen auch zusammen, also es ist auch was Geselliges. Und dann ist Wintersaison, dann geht's in den Keller. Ne? Dann wird wieder ein bisschen genäht. Und so, wenn Sie mal irgendwann Männer sich unterhalten hören über Nähmaschinen, Garn oder Stoffe, sind das garantiert Drachenbauer.